Buch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 21. Sitzung 2018 des Kreistages des Altmarkkreises Salzwedel und begrüße die Mitglieder des Kreistages und die Gäste auf das Herzlichste. Ein besonderer Gruß gilt wie immer der Presse und hier auch schon mal im Voraus dem OKS, die ja in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern. 20 erst. Ja, so kann man schnell älter werden. Die Einladung und die Unterlagen zur heutigen Sitzung wurden Ihnen am 20.06. diesen Jahres zugesandt und ich stelle fest, dass entsprechend der Geschäftsordnung § 1 Absatz 2 die Ladungsfrist eingehalten wurde. Wir kommen zur Feststellung der Tagesordnung. Die Tagesordnung liegt Ihnen mit der Einladung schriftlich vor. Gibt es Ihrerseits Anträge zur vorliegenden Tagesordnung? Ergänzung, Erweiterung. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer der Tagesordnung, so wie sie ihm vorliegt, zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist die Tagesordnung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Bestätigung der Niederschrift der 20. Sitzung des Kreistages des Altmarkkreises Salzwedel vom 23.04.2018. Wird zu dieser Niederschrift das Wort gewünscht? Gibt es Ergänzungswünsche? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer der Niederschrift vom 23.04. diesen Jahres zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer enthält sich der Stimme? Danke. Wer ist dagegen? Damit ist die Niederschrift vom 23.04.2018 angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Aktuelle Stunde. Die Fragestunde der Mitglieder des Kreistages, wird hierzu das Wort gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich den Tagesordnungspunkt 3 schließen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Das ist die Einwohnerfragestunde. Wird in der Einwohnerfragestunde das Wort gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich auch den Tagesordnungspunkt 4 und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Information, Mitteilung, Klärung von Anfragen und hier 5.1, Sachstand, touristische Infrastruktur, Ahrensee. Herr Landrat, gibt keine Anmerkungen dazu. Gibt es Ihrerseits Fragen zu diesem Sachstand? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließen wir den Tagesordnungspunkt 1. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Beschlussvorlagen. Hierzu 6.1, Kreditaufnahme in Höhe von 2.700.000 Euro zur Finanzierung von Investitionen zu investiven Maßnahmen für 2018. Haben wir die Beschlussfähigkeit schon? Denn ich denke, wir... Ja, wir sind beschlussfähig, aber wir sollten sie vorher feststellen, bevor wir den ersten Beschluss fassen. Ich sehe, Herr Ewertowski wartet darauf, dass er was... 29. Meine Damen und Herren, das Kaffeelesen hat ein Ende. Von 42 Kreistagsmitgliedern und dem Landrat sind zum jetzigen Zeitpunkt 28 Kreistagsmitglieder und der Landrat anwesend. Das sind 67,44%. Wir kommen jetzt zu der von mir genannten Kreditaufnahme. Gegenstand der Vorlage hatte ich verlesen. Wird zum Tagesordnungspunkt 6.1 das Wort gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich den Beschlussvorschlag verlesen. Der Kreistag beschließt. Der Landrat wird ermächtigt, ein Kommunaldarlehen zum Zweck der Umsetzung von investiven Maßnahmen in Höhe von 2.700.000 Euro zu folgenden Konditionen aufzunehmen. Auszahlungskurs 100%. Tilgung 2% entspricht 54.000 Euro, zuzüglich ersparte Zinsen vom Ursprungskapital zum Nominalzins maximal bis zu 2% per anno und eine Laufzeitfestlegung maximal bis zu 10 Jahren. Wer das auch so möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
Danke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist der Tagesordnungspunkt 6.1 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6.2, Kreditaufnahme zur Umschuldung in Höhe von 621.747,44 €. Wird zu 6.2 das Wort gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich den Beschlussvorschlag verlesen. Der Kreistag beschließt, der Landrat wird ermächtigt, ein Kommunaldarlehen zum Zweck der Umschuldung in Höhe von 621.747,44 € zu folgenden Konditionen aufzunehmen. Auszahlungskurs 100%, Annuität, Leistungsrate maximal 1,5% zuzüglich ersparter Zinsen vom Ursprungskapital, Nominalzinssatz maximal bis 2% per anno und eine Laufzeitfestlegung maximal von 10 Jahren. Wer das auch so möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer enthält sich der Stimme? Wer ist dagegen? Damit ist Tagesordnungspunkt 6.2 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6.3, Kreditaufnahme in Höhe von 140.000 € zur Finanzierung von investiven Maßnahmen für 2018. Wird zu 6.3 das Wort gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich den Beschlussvorschlag verlesen. Der Kreistag beschließt, der Betriebsleiter wird ermächtigt, ein Kommunaldarlehen zum Zwecke der Umsetzung von investiven Maßnahmen in Höhe von 140.000 € zu folgenden Konditionen aufzunehmen. Jetzt muss ich das mal gucken, wo ich hier den... Hinten drauf. Ach, hast du nicht? Ich habe das gar nicht. Auszahlungskurs, es geht jetzt weiter, meine Damen und Herren. Auszahlungskurs 100%, Tilgung 33,3%, Nominalzinssatz maximal bis 2% per anno und eine Laufzeitfestlegung von 3 Jahren. Wer das auch so möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer enthält sich der Stimme? Wer ist dagegen? Somit ist Tagesordnungspunkt 6.3 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6.4, Stellungnahme des Landrates zum Bericht des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt über die überörtliche Prüfung in Klammern Turnusprüfung des Altmarkkreises Salzwil vom 6. März diesen Jahres. Wird zu 6.4 das Wort gewünscht? Ihrerseits, Herr Landrat, nicht. Wird von Ihnen das Wort gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich 6.4 zur Abstimmung stellen. Der Kreistag beschließt. Der Kreistag des Altmarkkreises Salzwil nimmt den Bericht des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt über die überörtliche Prüfung des Altmarkkreises Salzwedel vom 6. März 2018 zur Kenntnis und beschließt die Stellungnahme des Landrates zum Bericht. Wer das auch so möchte, dann bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer enthält sich der Stimme? Wer ist dagegen? Damit ist die Stellungnahme des Landrates einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6.5, Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 für den Eigenbetrieb Innovation, Gründerförderung, Gebäudemanagement und zentrale Leistung, IGZ, Altmarkkreis Salzwedel. Wird zu 6.5 das Wort gewünscht? Sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich den Beschlussvorschlag verlesen. Der Kreistag beschließt erstens die Richtigkeit der Feststellung des Jahresabschlusses 2016, zweitens die Verwendung des Jahresergebnisses und drittens sowie die Entlastung des Betriebsleiters. Betriebsleiterin, danke für den Hinweis. Wer das auch so sieht, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer enthält sich der Stimme? Wer ist dagegen?
Damit ist der Tagesordnungspunkt 6.5 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6.6, Abberufung der Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Innovation und Gründerförderung, Gebäudemanagement und zentrale Leistung, IGZ Altmarkreis Salzwedel. Die Beschlussvorlage liegt Ihnen vor, wird zu 6.6 das Wort gewünscht. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer dem Beschlussvorschlag zustimmt, ich will das nochmal verlesen dann. Der Kreistag beschließt, Frau Petra Triebe, Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Innovation und Gründerförderung, Gebäudemanagement und zentrale Leistung IGZ Altmarkreis Salzwedel, wird zu dem Zeitpunkt abberufen, zu dem die Abmeldung des IGZ im Handelsregister vollzogen ist. Wer das auch so sieht und möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Meine Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Der öffentliche Teil war nicht gerade das, was man sich vielleicht vorstellt, aber es musste sein, auch in der Wenigkeit, auch wenn Herr Benecke ein bisschen schmunzelt, aber wir können ihm bei nicht weiterhelfen. Das ist ein Schmunzeln. Ja? Das ist ein Schmunzeln. Ja.